Anders wie beim Drama von Shakespeare werden Romeo und Julia im Vorarlberger Tischerzheim nicht getrennt. Wer sind denn Romeo und Julia? Romeo und Julia sind zwei Degus, sind beide circa ein halbes Jahr alt und sind vor einiger Zeit bei uns im Vorarlberger Tierschutzheim abgegeben worden. Weshalb wurden sie bei euch abgegeben? Abgegeben wurden sie damals, weil der Vorbesitzer schon so viele von diesen Tieren hatte. Man muss dazu sagen, dass Degus sehr vermehrungsfreudig sind und wenn man da nicht nach Geschlechtern trennt, also dann hat man wirklich in Kürze ein ganzes Rudel von diesen Tieren. Romeo und Julia sind ja auch Männchen und Weibchen, werden gemeinsam vermittelt. Wie sieht es denn da mit Nachwuchs aus? Kommt da noch was? Das Männchen ist kastriert worden und deshalb ist auch sichergestellt, dass in Zukunft kein Nachwuchs mehr kommt. Sind Degus eigentlich tag- oder nachtaktive Tiere? Degus sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Das heißt, sie legen zwischenzeitlich immer kleine Ruhepausen ein, wo sie dann Futter aufnehmen oder im Sand baden. Also von dem her sowohl tag- als auch nachtaktiv. Sie toben hier in Ihren Käfigen sehr viel herum. Wie groß sollte denn mindestens ein Degu-Gehege sein? Dadurch, dass sie sehr lebhaft sind, gerne klettern und graben, sollte der Käfig natürlich so groß wie möglich sein. Das heißt, es wäre gut, wenn man verschiedene Ebenen einbaut und auch darauf achtet, dass Höhlen oder Äste angeboten werden, also dass sie sich wirklich austoben können. Degus sind sehr neugierig und entdeckungsfreudig. Das heißt, sie suchen ständig nach Beschäftigung und wenn diese nicht anhand von ständig wechselnder Käfigeinrichtung geboten wird, dann fangen sie schnell mal an den Gitterstäben zu nagen und das kann dann auf Dauer wirklich sehr unangenehm sein. Dürfen Degus auch im Freien bzw. in der Wohnung gehalten werden? Degus bitte nicht im Freien halten, auf jeden Fall nur in der Wohnung. Sie sind sehr kälte- und feuchtigkeitsempfindlich. Auch Hitze vertragen sie nicht so gut. Und auch Zugluft sollte man meiden. Also auch bei dem Standort des Käfigs sollte man wirklich ganz genau oder ganz gezielt den Platz aussuchen. Also diese Tiere sind sehr anfällig und wie gesagt, also nur in der Wohnung halten. Wenn sie zahm sind, dann kann man sie auch mal in der Wohnung springen lassen, wenn sicher ist, dass man sie nachher auch wieder einfangen kann. Aber Degus gehören definitiv nicht ins Freie. In Ihrem Käfig befindet sich viel unterschiedliches Futter. Was ist denn sehr wichtig für Sie? Also die Grundnahrungsmittel eines Degus sind getrocknete Kräuter, Samen und Körner. Was nicht fehlen darf, ist Wasser. Auch Heu kann zugereicht werden, wobei man darauf achten sollte, dass dieses Heu nicht zu staubig ist. Ab und zu mal Gemüse, das heißt kleine Stücke von Karotten oder Salat. Was sie ganz sehr schlecht vertragen, sind Obstsorten. Also das sollte man wirklich vermeiden. Und natürlich ganz wichtig auch der Sand. Das ist ein spezieller Chinchilla-Sand, der eigentlich für Chinchillas hergestellt worden ist. Diesen brauchen die Degus auch, um wirklich ihr Fell zu pflegen. Also darin sind auch Mineralstoffe enthalten, die auch für die Haut bzw. für das Fell des Degus sehr förderlich sind.